Ja, liebe Studierende, herzlich willkommen zur thematischen Einführung in die Konstruktionsgrammatik und in die Quantum Brain Hypothese. Mit letzterer würde ich mich sehr gern zurückhalten, denn das, was wir unter diesem Thema verhandeln im Seminar, ist höchst spekulativ und längst noch nicht an dem Punkt, an dem man überhaupt darüber sprechen kann, warum ich die Quantum Brain Hypothese hier überhaupt im Kontext der Konstruktionsgrammatik ins Spiel bringe, hat den Grund, dass wir in der Konstruktionsgrammatik über die Struktur und über die Beschaffenheit von Sprachwissen nachdenken. Und die Konstruktionsgrammatik als kognitive Grammatik postuliert, dass sie Aussagen machen kann über die Fragen der mentalen Repräsentation von Sprachwissen und bemüht hier unterschiedlichste Metaphern. Und in diesem Kontext sind die Überlegungen und die ersten Ansätze zur Quantum Brain Forschung sehr, sehr spannend und werden vielleicht in den nächsten Jahren fruchtbar. Und wir werden das Ganze uns hier im Seminar aber aus der Perspektive der kognitiven Grammatik anschauen, nämlich wie das Quantum Brain als Metapher von Quantenmechaniken in neuronalen Strukturen im Moment diskutiert wird. Und ich werde in der Einführung in die Konstruktionsgrammatik an den betreffenden Stellen auf diese Frage hinweisen und Ansatzpunkte geben, wo man sich mit der Auseinandersetzung im Bereich der Quantenmechanik, wenn man auf neuronale Strukturen schaut, Ankerpunkte setzen kann in der Beschreibung für Sprachwissensstrukturen. Ganz kurz zur Einführung Literatur würde ich von Hoffmann und Trauste das Handbuch Handbook of Construction Grammar empfehlen und die Einführung von Alexander Ziem und mir in die Konstruktionsgrammatik, beide schon etwas betagter. Nichtsdestotrotz aber neben der Stauffenberg-Reihe Konstruktionsgrammatik bilden Sie einen guten Einstieg in die Thematik mit den entsprechenden Fragestellungen. Wenn Sie etwas aktueller schauen wollen, auf aktuellere Forschung, die ist mittlerweile relativ breit ausgestellt und bewegt sich im Moment auf die Grenze der Periphrase hin und die Verbindung von Periphrasen, also auf Konnektoren. Und als lesenswerten Einstieg, sehr aktuell von Adele Goldberg, Explain Me This aus dem letzten Jahr, wenn Sie einen Einstieg in die Forschungstradition und vor allen Dingen die zentralen Fragestellungen der Konstruktionsgrammatik suchen. Vielleicht ganz kurz, die Konstruktionsgrammatik ist als kognitive Grammatik aufzufassen und sie ergänzt normbasierte oder regelbasierte Grammatiken, wie Sie sie selber nennen, die vor allen Dingen von autonomen Sprachwissensmodulen wie Lexikon und Grammatik ausgehen und die Regeln formulieren, von denen sie zugleich postulieren, dass sie kognitive Operationen der SprachbenutzerInnen abbilden. Das ist über sehr viele Jahre ein gängiges Modell gewesen und wird nun aber durch die Konstruktionsgrammatik ergänzt und bisweilen auch relativiert. Ausgangspunkt ist, dass Sprache ein kognitives und soziales Phänomen ist und das ganzheitlich beschrieben werden muss. Also hier nimmt man direkt die Prämissen der kognitiven Grammatik auf. Und das Ziel ist, dass man ein allgemeines Modell sprachlichen Wissens aufbaut und Repräsentation, Verarbeitung, Gebrauch und Erwerb sowie Wandel gleichermaßen berücksichtigt. Also es ist ein sehr dynamisches Modell. Und auch hierin unterscheidet es sich ganz zentral von den normbasierten Ansätzen, die ich gerade ganz kurz erwähnte. Literatur aus der kognitiven Grammatik, das hatte ich Ihnen schon gezeigt, hier noch einmal zur Wiederholung und zur Ergänzung des schon Gesagten. Vor allen Dingen Langenker, Lakoff, Croft, Dissel und Thomas Sello sind diejenigen, die hier ganz zentral aus der kognitiven Grammatik in die Konstruktionsgrammatik hineingehen. Mit Holger Dissels Untersuchungen zu den Demonstrativen hatten wir ja schon den einen oder anderen Aha-Effekt im Hinblick auf räumliche Relationen. Das kann ein sehr, sehr guter Einstieg sein für die Auseinandersetzung mit der Konstruktionsgrammatik.
Wesentlich für die Konstruktionsgrammatik ist das Postulat von Fillmore von sogenannten Deep Cases oder Case Roles. Wenn wir über die Frage nachdenken, welche semantischen Tiefenstrukturen hinter einer sprachlichen Oberflächenstruktur liegen. Und diese Deep Cases oder Case Roles werden uns im weiteren Verlauf hier noch stark interessieren. Werde ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen können. Fragen Sie bitte nach, wenn Sie Fragen dazu haben. Was ist eine Konstruktion? Nach Goldberg 2006 in der Definition: Any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some aspect of its form or function is not strictly predictable from its component parts or from other constructions recognized to exist. Also, es geht hier also um nicht kompositionelle und in ihrer Bedeutung nicht vorhersagbare sprachliche Einheiten. Zunächst, diese Setzung wird dann erweitert durch einen weiteren Teil der Definition, nämlich: In addition, patterns are stored as constructions, even if they are fully predictable, as long as they occur with sufficient frequency. Was genau die Frequenzschwelle sei, an der vorhersagbare Sprachmuster als Konstruktionen zu gelten haben, dazu äußert sich Adele Goldberg nicht. Allerdings öffnet diese Erweiterung der Definition 2006 den Weg zur maschinellen Beschreibung und Analyse von Sprachmustern und Sprachstrukturen in der Konstruktionsgrammatik. Worauf ich Sie jetzt schon hinweisen will, ist, dass wir in der Konstruktionsgrammatik eigentlich sehr stark von der Bedeutung Semantik her denken und dass die 1:1-Übersetzung aus dem ersten Teil der Definition Form or Function dazu führt, dass man Konstruktionen als Form-Bedeutungspaare bezeichnet. Schlussendlich beschreibt man aber eher Bedeutungsformpaare, wenn man von der Bedeutung aus auf sprachliche Strukturen blickt. Und so wollen wir das hier gern auch handhaben. Und diese, das ist eine ganz zentrale Setzung, die Goldberg 2019 auch noch einmal vornimmt. These learned pairings of forms and functions, also hier wieder dieses diese Form-Function-Setzung, are referred to here as grammatical constructions. Und damit meint Adele Goldberg satzwertige Einheiten, die nicht in Aussagen logische Kontexte hineinreichen, obwohl die Konstruktionsgrammatik streng genommen postuliert, dass auch Entitäten wie Argumentation oder Texte selbst Konstruktionen sind. Ein kurzer Überblick, was Konstruktionen dann sein können. Wir fangen an bei den kleinsten bedeutungstragenden Einheiten, nämlich Morphemen, gehen dann zu Wörtern weiter, komplexen Wörtern, Wortarten als schematischen Konstruktionen, Phraseologismen, da werden wir heute noch drauf zu sprechen kommen, denn eins der Themen, das Sie sich zurechtgelegt haben, sind keine klassischen Sprichwörter oder Phraseologismen im traditionellen Sinn, aber verfestigte Mehrworteinheiten, die in ihrer Funktion nicht vorhersagbar sind, nämlich die Kombination aus Artikel und Eigennamen. Werden wir gleich noch drauf zu schauen kommen. Das geht dann weiter in Richtung Transferkonstruktion, Perfektivitätskonstruktion, Faktizitätskonstruktion, Modalität bis hin zu Konditionalsätzen, um nur hier mal einige Beispiele zu nennen. Und diese Konstruktionen lassen sich in einer spezifischen Form fassen, und zwar nicht nur im aktuellen Gebrauch, sondern auch im Erwerb und auch in der Genese, sodass man sprachliche Strukturen besser verstehen kann. Wie verfestigen sich solche sprachlichen Strukturen? Hier unterscheidet die Konstruktionsgrammatik zwischen Token Entrenchment auf der einen Seite, das heißt, es gibt unterschiedliche Varianten, aus denen sich im Gebrauch ein Muster abstrahieren lässt. Das ist ganz zentral für Spracherwerbsprozesse, wenn Sie sich an die letzte Sitzung erinnern. Und dann haben wir einen umgekehrten Fall, nämlich das sogenannte Type Entrenchment, dass sich ein spezifisches Muster als relativ stabil herausstellt. Und aus diesem relativ stabilen Muster können
Kinder auch zum Beispiel in Spracherwerbsprozessen eigene Konstruktionen ableiten und deren Bedeutung, erinnern Sie sich an das Beispiel, das ist nicht zum Witzen, hier liegt die Einsicht vor, es gibt eine Konversion, nämlich ich kann aus Verben Substantive machen, indem ich sie in eine spezifische Mehrworteinheit presse mit zum, zu dem. Und Kinder lernen, dieses Muster einzusetzen und dann produktiv zu nutzen. Und hier läge eine Form von Type Entrenchment vor. Das heißt, aus einem erkannten Muster wird eine neue sprachliche Realisierung abgeleitet, die diesem Muster adäquat ist. Schlussendlich, und hier sehen Sie eine Wiederholung der Prämissen der kognitiven Grammatik, das heißt, wir begreifen Sprache holistisch, wir beschreiben sie auch so. Sprache ist nicht angeboren, sondern wird erlernt. Ihre Bedeutung und das Sprachwissen resultiert aus dem Gebrauch. Wir konzeptualisieren, kategorisieren und schematisieren sprachliche Einheiten. Sprachliche Einheiten sind konzeptuelle Paare, Paare aus Bedeutung und Form. Und schlussendlich noch einmal das Embodiment-Prinzip. Auch hier greift die Konstruktionsgrammatik auf die Prämissen der kognitiven Grammatik zurück. Erinnern Sie sich an die Beispiele der Embodied Syntax, die wir beim letzten Mal diskutiert haben. Ja, kommen wir mal zu einem dieser Fälle, mit denen Sie sich im Seminar beschäftigen wollen. Hier ein Zitat aus der Zeit. Mit einem Cem Özdemir werde man Kompromisse aushandeln können, wird es heißen. Ein Beleg aus der Zeit aus dem Jahr 2017. Und es geht in Ihrem konkreten Fall in der konstruktionsgrammatischen Gruppe um das Muster einem Cem Özdemir. Das Ganze hat hier so einen Vergleichscharakter, einem wie Cem Özdemir, einem Typen wie Cem Özdemir. Wobei erstaunlich ist, dass hier das Vergleichswort fehlt, wie. Und diese feststehende Einheit, also diese Struktur, nicht mit ihren Fillern in den Slots einem Cem Özdemir, sondern diese Struktur aus einem unbestimmten Artikel auf Wortartenebene und einem Eigennamen wird prototypischerweise in spezifischen Kontexten gebraucht. Das andere Beispiel, das Sie sich anschauen wollen, ist die Kombination aus Artikel plus Nachname plus Name, also der Meyer-Sepp, wie er in Varietätenlinguistik zu beschreiben ist. Und diese besonderen Kombinationen aus Artikeln und Eigennamen können als verfestigte Mehrworteinheiten gelten, die eine spezifische Funktion aufweisen, die nicht vorhersagbar ist. Also das heißt, weder aus der Bedeutung von Artikeln noch aus der Kombination mit Eigennamen können Sie kompositionell ableiten, welche Funktion das Ganze übernimmt. Und hier bin ich sehr auf Ihre Ergebnisse gespannt. Denn schlussendlich bewegen wir uns hier in einem Bereich, der auch konstruktionsgrammatisch noch nicht definitorisch eindeutig geklärt ist, nämlich zwischen Musterschema und Konstruktion. Und für diese Kombination aus Artikel und Eigenname spricht sehr, dass wir hier Konstruktion vorliegen haben und sie eigentlich schon den Bereich des Schematischen verlassen haben, sondern mit einem klaren Funktionszusammenhang zu erkennen sind. Hier noch andere Beispiele, die demselben Muster folgen, dass ein Leroy Sané nach seinem vielversprechendsten Jahr in die Bundesliga zurückkehren könnte, ist ebenso undenkbar und so weiter. Sogar ein Donald Trump, Inbegriff des Narzissten, kann Menschen für sich einnehmen. Auch eine Claudia Roth im Dirndl ist vollständig folklore-kompatibel. Das sind die ersten Belege, die ich im Zeitungskorpus zu diesem speziellen Muster identifiziert habe. Zur Orientierung, das habe ich angegeben, den verwendeten String, den ich vielleicht ganz kurz erkläre. Gesucht wird nach einem Satzzeichen als Satzgrenze, direkt im Anschluss daran mit einem Wortabstand von 0 ein Artikel, der kann bestimmt oder unbestimmt sein, und danach zwei Eigennamen. Dass die Abfrage hier nicht so ganz funktioniert, sehen Sie daran, dass immer noch ein sprachliches Element dazwischen steht, mit das, sogar, auch und mit. Das Ganze werden wir im Seminar noch verfeinern, sodass wir da eine sehr, sehr schöne Abfrageroutine aus dem DWDS heraus produzieren können. Warum sind solche verfestigten Mehrworteinheiten für die Konstruktionsgrammatik besonders spannend? Die Phraseologie oder die
Beschäftigung mit Idiomen und Idiomatizität, also das heißt mit verfestigten sprachlichen Einheiten, die über die Wortgrenze hinausreichen, ist der Ausgangspunkt für die Konstruktionsgrammatik. Denn, wie Feige auch feststellt, die konstruktionsgrammatischen Versuche zur Entwicklung einer allgemeinen Sprach- und Grammatiktheorie nehmen ihren Ausgangspunkt bei der Analyse idiomatischer Muster. Phraseologismen werden auch bei Goldberg als herausragende prototypische Beispiele für Konstruktionen angesehen, denn an ihnen lässt sich besonders gut erklären, dass sie weder dem Lexikon zugehören, noch grammatisch, regelhaft und kompositionell gebildet sind. Und das wiederum macht sie zum prototypischen Gegenstand für konstruktionsgrammatische Forschung. Und die Konstruktionsgrammatik hat lange, lange, lange Jahre nichts anderes gemacht, außer sich mit verfestigten Mehrworteinheiten auseinanderzusetzen. Was auch damit zusammenhängt, dass man Sprache oder sprachliche Muster als soziale Gestalten auffasst. Der Gestaltbegriff, der hier anzitiert wird, wird von Lakoff verwendet und dann später von Feige aufgegriffen, sehr wirkmächtig. Und das Ganze lässt sich konstruktionsgrammatisch noch nicht, heute noch nicht ausmessen und vermessen. Also der Bereich der verfestigten Mehrworteinheiten, man hat eine Idee davon, in welchem Umfang und ob sie eher schematisch sind oder eher schon lexikalisiert. Aber schlussendlich liegt noch keine Arbeit vor, die den Bereich des Idiomatischen ausgemessen hätte. Und tun Sie sich den Gefallen, fangen Sie persönlich damit nicht an. Damit sind Sie Zeit Ihres Lebens beschäftigt. Um noch wesentliche Begriffe zu nennen, die mit diesem Forschungszusammenhang unmittelbar zusammenhängen, das ist der Begriff der sogenannten Phrasier-Schablone und der sogenannten Phrasemenkonstruktionen. Mit diesem Begriff der Phrasemenkonstruktion ist, glaube ich, kein anderer wie der von Dmitri Dobrowolski verbunden und mit dem der Phrasemenschablone der von Wolfgang Fleischer. Hier sehen Sie zur Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Wenn Sie sich dafür interessieren, lohnt sich auf alle Fälle ein Blick in diese bahnbrechende Monographie. Und ansonsten, wenn Sie sich vor allen Dingen für Mehrsprachigkeit interessieren, darf ich Ihnen die Arbeit von Dmitri Dobrowolski sehr empfehlen, der sich jetzt jüngst aufgemacht hat, Sprichwörter aus dem Russischen und Deutschen miteinander zu vergleichen und auch Publikationen dazu vorlegt. Typische Phraseologismen sind Fälle wie diese. Das kannst du X mit unterschiedlichen Realisierungsformen, das kannst du dir an den Hut stecken, das kannst du dir an die Haare schmieren, das kannst du dir abschminken und das kannst du in die Tonne treten. Und Muster dieser Art haben eine spezifische Funktion, die sich auch beschreiben lässt. Nur ist es schwierig, eine spezifische Formensprache dafür zu finden. Und so sind die meisten konstruktionsgrammatischen Arbeiten qualitativer Natur, die sich der Bedeutungsseite von sprachlichen Einheiten interpretierend annähern. Und man kann diese Grade von Verfestigung in Kollokations- und Distributionsanalysen ermitteln, ist dann aber auch nicht weiter, als dass man bestimmte sprachliche Muster identifiziert hat, die mal weniger und mal eher stärker frequent auftreten in Sprachkorpora. Und ob man ihnen dann eine spezifische Funktion zuweisen kann, hängt im Wesentlichen davon ab, welche Kreativität auch bei der Interpretation man an den Tag legt. Und hier gibt es ganz unterschiedliche Formen des Zugangs und der Beschreibung und der Analyse. Ein weiteres Beispiel in diesem Kontext ist, es ist zum Davonfahren, Verzweifeln, zum Heulen, zum Schwindeligwerden, zum Beine ausreißen. Auch hier eine Anfrage im DWDS, die Ihnen illustriert, wie produktiv dieses Muster ist. Und wenn Sie sich noch einmal zurückerinnern an den Spracherwerb, es ist nicht zum Witzen, ist genau eines dieser verfestigten Muster, die hier produktiv werden und in dem Fall von Enrique im Type Entrenchment realisiert werden, was eine gewisse Plausibilität naheliegt, so eine Verfestigung anzunehmen. Und schlussendlich geht es aber auch
so weit, dass man diese sprachlichen Musterbildungen auf ganz verschiedenen sprachlichen Ebenen der Zeichenorganisation festmachen kann. Man kann sie in Kollokation bestimmen, also das heißt ganz eng Zwei-Worteinheiten, hier Bigramm, blondes Haar, schallendes Gelächter. Es gibt formelhafte Einheiten, aber möglicherweise gibt es auch Ausdrücke, die darüber noch hinausreichen. Und um sie selbst zu verstehen und um die semantischen formalen Bestandteile genauer zu beschreiben, wird in den nächsten Jahren noch viel Arbeit nötig sein, um diese komplexen sprachlichen Muster zu ordnen, zu sortieren und vor allen Dingen ihre Wahl und ihren Gebrauch genauer zu erfassen. Wenn wir dann einen weiteren Blick werfen auf die Frage, in welchen kommunikativen Domänen und Textgattungen kommen denn bestimmte sprachliche Muster vor, dann wird es tatsächlich interessant, denn das wird wiederum die Frage betreffen, erstens, in welchen Registern zum Beispiel eine Kombination aus Artikeln Nachname, Vorname auftaucht und zweitens, warum Sprachbenutzer in bestimmten Registern kommunikativen Gattungen, Textgenres und Gattungen, Textsorten auf spezifische sprachliche Muster zurückgreifen und auf andere nicht. Und das wiederum hängt sehr stark damit zusammen, wie wir uns Sprachwissen vorstellen, wie wir das entsprechend modellieren. Und an der Stelle, Achtung, ja, ist die Metapher vom Quantum Brain sehr, sehr interessant, denn diese Wahl- und Selektionsmechanismen laufen ad hoc ab und werden in der Regel nicht wesentlich lange vorbereitet. Und wie das Ganze funktioniert, also das heißt, wie man sich diese kognitive Realität vorstellen muss, von Kategorisierungen, die dem zugrunde liegen, ist bisher vollkommen ungeklärt. Kommen wir aber mal zu einer Möglichkeit, wie man Konstruktionen genau beschreiben kann. Und das will ich ganz kurz halten, denn schlussendlich ist dieser Teil nur für eine sehr kleine Gruppe unter Ihnen. Im Moment könnte man davon ausgehen, dass Konstruktionen semantisch zu beschreiben sind, primär, und Frames transzendieren. Und das Ganze ist ein wenig voraussetzungsreich, deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie sich das erstmal anhören. Ich kürze es auch sehr stark ein und wenn Sie Interesse haben, dann können Sie gern nachfragen, diskutieren und ich gebe Ihnen weiteres Material. Das, was ich Ihnen hier zeige, ist das FrameNet. Der eine oder die andere wird es vielleicht schon kennen. Wer es nicht kennt, kann mir bitte mal einen entsprechenden Hinweis in die Kommentare oder in die Matrix schreiben, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Inhalt des FrameNets oder Funktion des FrameNets ist, dass man zum Englischen eine ganze Reihe von Sätzen von Hand annotiert hat und die, Achtung, ganz am Anfang, von Fillmore postulierten Deep Cases oder Case Roles als sogenannte Frame-Elemente in Deutungs- und Wissensrahmen eingespeist hat. Das heißt, es gibt offensichtliche Elemente, die Teil eines größeren Informationsverbundes sind, zu dem andere Frame-Elemente auch gehören. Und wenn Sie eines dieser Frame-Elemente aufrufen, dann aktivieren Sie einen Frame als Wissens- oder Deutungsrahmen. Und ich würde das Ganze gern am Beispiel des Giving Frames illustrieren, wie das konstruktionsgrammatisch relevant wird. Und schaue mir dazu erst zunächst erstmal den Giving Frame an. Sie sehen hier in dem Giving Frame sind die Frame-Elemente, die ich gerade anzitiert habe, kurz aufgeführt, nämlich es gibt so etwas, jemanden wie jemand, der etwas gibt. Sie sehen, es gibt jemanden, der etwas empfängt und Sie sehen dasjenige, was den Besitzer oder die Besitzerin wechselt, also das Theme. Und dann gibt es noch eine Reihe von Non-Core-Elementen, die mit aufgeführt werden, die gleichsam in diesem Frame eine Rolle spielen und mit aktiviert werden, aber ihn nicht zwingend aktivieren. Die Core-Elemente hingegen in ihrer Kombination aktivieren den entsprechenden Frame, nämlich den Giving Frame. Wenn wir uns ein Beispiel anschauen, wie ich stricke dir einen Schal, liegt möglicherweise neben der wortwörtlichen Bedeutung, also dass jemand einen Schal strickt, eine Bedeutung vor, wie ich stricke dir einen Schal, um ihn dir zu geben. Es ist also möglicherweise eine dieser konstruktionssprachlichen Äußerungen mit einem Rezipienten dir
Wenn Sie es funktional-grammatisch ausdrücken, hätten wir hier eine Ditransitivkonstruktion, also eine Konstruktion mit zwei Objekten. Und das Auftreten eines Dativobjektes deutet in der Regel an, dass es hier ein Rezipient realisiert wird, für den man etwas tut. Und ich stricke dir einen Schal, dürfte ziemlich deutlich darauf hinauslaufen, dass dir, wer auch immer sich dahinter verbirgt, irgendwann diesen Schal bekommt und tragen darf. Ja, also es geht nicht um die Fertigung des Schals, sondern es geht um die Fertigung und die Weitergabe. Das ist im Wesentlichen die Aussage dieser Konstruktion. Sehr gut beschrieben bei Adele Goldberg und anderen. Also Adele Goldberg bezeichnet es als die Transitivkonstruktion, beschreibt es also eher von der Form her. Und ich würde es eher als eine Transferkonstruktion bezeichnen, die von der Semantik her denkt. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, sieht der Creating Frame, das jetzt wird es interessant, wenn Sie etwas stricken, dann produzieren Sie etwas, das würde eher dem Creating Frame entsprechen. Und Sie sehen hier alle Einheiten, die eine Rolle spielen, nämlich wir haben die hergestellte Entität, also die produziert worden ist, das wäre der Schal. Und Sie sehen den Creator, das ist derjenige, der ihn herstellt. Aber Sie sehen in den Non-Core-Elementen auch den Rezipienten, also der etwas bekommt. Interessanterweise ist es also so, dass in diesem Creating-Frame eine Rolle angelegt ist, die in unserer Konstruktion realisiert zu sein scheint und dieser ganzen Aussage eine vollkommen andere Bedeutung gibt, nämlich eher dem Giving-Frame zu entsprechen scheint. Und wenn Sie das Ganze schematisch in eine Konstruktion gießen, dann sieht es so aus, dass Sie unten, das zeige ich Ihnen als Konstrukt, auf Konstruktebene hätten Sie sprachliche Realisierung wie ich stricke dir einen Schal, zum letzten Geburtstag stricke ich dir einen Schal, du hast mir noch nie einen Schal gestrickt und so weiter und so fort. Und Sie sehen, wir haben eine Semantik, die im Wesentlichen im Handlungsrahmen geben orientiert ist. Als Rollen, als semantische Rollen sind vorgesehen ein Agens, ein Benefaktiv und ein affiziertes Objekt. Das affizierte Objekt ist eines, das geschaffen wird. Und interessanterweise, wenn Stricken über den Creating Frame kommt, haben wir den Creator als Frame-Element. Wir haben die Created Entity als ein Produkt des Kreierens und wir haben als Non-Core-Element den Rezipienten definiert, der mit dem Benefaktiv korreliert. Und das Interessante ist, wenn Stricken als Verb in die Konstruktion eingebettet wird, dann erzwingt die Konstruktion von ihrer Semantik her den Benefaktiv und Creating bringt diesen Benefaktiv als Non-Core-Element, als Frame-Element mit. Und damit ist die Einbettung des Verbs überhaupt möglich. Das heißt, auch wenn es nicht typisch ist für den Creating-Frame, sondern der Rezipient als Non-Core-Element geführt wird, so erzwingt die Konstruktion doch hier die Integration dieses Rezipienten. Und da Creating dieses Element mitbringt, kann auch Stricken in so eine Konstruktion eingebettet werden. Auf alle anderen Effekte wie kognitive und kommunikative Perspektivierung, Selektion in der Coordinated Group Cognition gehe ich jetzt gar nicht ein, weil ich das Thema des Construles hier nur am Rande gestreift habe. Und das müsste ich jetzt zusätzlich einführen, um das zu erklären. Mir kommt es hier vor allen Dingen auf die Zusammenhänge von Frame-Semantik und Konstruktionsgrammatik an, die ich brauche, um Ihnen jetzt noch zu zeigen, wo wir mit einem Konstruktikon hinwollen. Und das heißt, der Verbindung von der Beschreibung des sogenannten Lexikon-Grammatik-Kontinuums, auf dem sich die Phraseologismen und verfestigte Mehrworteinheiten tummeln und indem wir konstruktionsgrammatisch das Sprachwissensmodell modellieren. Also zunächst ausgehend, wir reden von Bedeutungsformpaaren. Man kann die Bedeutung von Konstruktionen über Aussagerahmen und die kognitive Perspektivität analytisch fassen. Das ist das, was ich Ihnen gerade ganz kurz an diesem Beispiel zeigte. Es gibt Konstruktionen unterschiedlicher Hierarchien, also das heißt hinsichtlich ihrer Komplexität. Und Sie sehen schon, mit dem Begriff der Hierarchie verwenden wir eine Metapher, die möglicherweise der Ordnung dieses Sprachwissens nicht gerecht wird.
Es geht hier nicht um die Hierarchie der Über- und Unterordnung, sondern es geht hier um Fragen der Schematizität. Also das heißt, dass wir davon ausgehen, dass nicht-schematische Konstruktionen wie Wörter zum Beispiel in schematische Konstruktionen eingebettet werden können, wie in es ist zum x. Und dass dieses Einbettungsverhältnis aber nicht darauf rückschließen lässt, dass diese Einbettung ad hoc erfolgt, sondern dass die Kategorisierung dem zugrunde liegt. Und auch wenn sie in dem Fall ad hoc Bildungen wie Witzen eine zu sein scheint, in diese sprachliche Struktur einbetten, davon ausgehen müssen, dass die Kategorisierung dafür schon längst vorbereitet gewesen ist. Das heißt, wir haben hier eine Konventionalisierung, die in der Sprachproduktion möglicherweise nicht sichtbar wird. Und das kann man sich zur Grundlage nehmen, um ein Konstruktikon semantisch aufzubauen. Ja, was ist ein Konstruktikon? There are hundreds of grammatical constructions, thousands of idioms and conventional phrases and tens of thousands of words. These collectively form our network of interrelated knowledge of language, our constructicon. The constructicon is highly structured, just as the lexicon has long been recognized to be. Dafür gibt es keine empirische Evidenz. Wir wissen, dass sprachliche Muster miteinander korrelieren. Wir wissen, dass sprachliche Muster miteinander gemeinsam auftreten. Wir wissen, dass es so etwas wie Kollokation gibt und Vorhersagbarkeiten in Bezug auf das gemeinsame Auftreten von sprachlichen Einheiten, dass wir bestimmte sprachliche Einheiten in ihrer Struktur nicht erklären können, sondern nur darüber erklären können, dass sie irgendwie gelernt worden sind. Das heißt, irgendeinen kommunikativen Zweck erfüllen, den andere sprachliche Einheiten offensichtlich nicht erfüllen. Der Witz ist aber, auf den ich hier hinaus will, dass wir hier von Metaphern sprechen, wie wir uns dieses Sprachwissen vorstellen. Das Netzwerk ist eines. Sie begleitet seit Anfang dieses Semesters diese Darstellung des neuronalen Netzwerkes, das eine Welt umspannt. Und das ist eine Metapher für Formen von Sprachwissen. Eine andere Metapher hat Hans Boas vor ungefähr einem Jahr geprägt, nämlich, dass wir uns das Sprachwissen vorstellen können wie wie das Universum, also das heißt mit Sternen, die miteinander in Relation stehen. Es gibt sowas wie Planeten und es gibt sowas wie Sternensysteme und so weiter und so fort. Und schlussendlich sind es aber alles nur Metaphern, mit denen wir uns vorstellen, wie Sprachwissen modelliert sei. Und es macht uns erhebliche Probleme, dass wir diese Modellierung und die Metaphorisierung von Sprachwissen nicht auf ein empirisches Modell stützen können, sondern dass wir uns eben im Bereich der Beschreibung von Konventionalisierungen bewegen. Ja, wie auch immer das sei, Network oder Universe oder eben auch das Quantum Brain sind Metaphern für die Modellierung von Sprachwissen. Und genau hier, an der Stelle, setzen die Überlegungen und Spekulationen zur Quantum Brain Hypothese ein. Und an der Stelle würde ich auch ganz gern darüber nachdenken und mit Ihnen darüber sprechen, wie wir das Ganze fruchtbar machen. Denn in diesem Diskurs, genau an dieser Schaltstelle, werden die Überlegungen zum Quantum Brain und zur Quantenmechanik fruchtbar. Wenn wir Konstruktikon mal modellierten an dem Beispielsatz, ich stricke dir einen Schal, dann gehe ich jetzt hier mal mit Ihnen ganz schnell durch. Darüber können wir im Detail noch diskutieren, vieles davon wird Sie nicht betreffen, allerdings, nur damit Sie es gesehen haben, wo wir uns heute hinbewegen, ich stricke ist vom Valenzrahmen her kein vollständiger Satz und es liegt hier eine Agens-Handlungen-Konstruktion vor, die dann natürlich erweitert werden kann zu einer agentiven Konstruktion, ich stricke einen Schal, dann wiederum zu einer Transferkonstruktion, die wieder eine agentive Konstruktion ist, aber mit einer spezifischen Bedeutung. Ich stricke dir einen Schal. Das Ganze können Sie in Konstruktionen der Abgeschlossenheit, der Perfektivität einbetten, hier realisiert mit dem sogenannten Plusquamperfekt. Ich hatte dir einen Schal gestrickt. Sie können allerdings auch Konstruktionen der Faktizität bilden. Ich soll dir einen Schal stricken mit allen anderen denkbaren Modalverben. Das werden Sie gleich noch sehen. Wesentlich
für die Modellierung, wie ich sie im Moment gerade vornehme, ist, dass ich an Konstruktionen der Temporalität nur noch Präsens und Präteritum unterscheide und alles andere der Perfektivität zuordne, kein Futur mehr postuliere, sondern die Konstruktionen mit Werden und Infinitiv, also ich werde dir einen Schal stricken, als Konstruktion der Faktizität interpretiere und neben andere Modalverben stelle, also die temporale Qualität der Konstruktion mit Werten und Infinitiv nicht an Werten plus Infinitiv, sondern an andere Marker bindet, die mit dieser Konstruktion gemeinsam auftreten. Ganz, ganz häufig sind es Temporaladverbien, also morgen werde ich dir einen Schal stricken, dann interpretieren Sie diesen Satz natürlich temporal. Daneben Konstruktion der Modalität, hier sind Modaladverbien gemeint und vor allen Dingen auch Phänomene wie die Geltungsmodifikation, Negation, die hier angesiedelt ist, die dazu, also mit Modellisierung erreichen Sie, dass komplette satzwertige Ausdrücke hinsichtlich ihrer Geltung modifiziert werden. Die Negation ist natürlich eine der schärfsten Modifikatoren, weil sie die Satzaussage faktisch umkehrt, aber nicht in einem logischen Verhältnis, sondern eben in einem konstruktionalen, was wiederum bedeutet, dass eben nicht jede Negation gleichermaßen scharf die Geltung modifiziert wie eine andere. Und dieses Modell erklärt auch, warum wir Schwierigkeiten haben, uns Konjunktiven zu nähern oder zum Beispiel den Formen mit würde und täte. Aber wir können ganz gut erklären, welche besondere Funktion diese Formen spielen, indem sie nämlich zwischen Perfektivität, Faktizität und Temporalität stehen. Daneben haben wir Satzmoduskonstruktionen, die das Ganze rahmen. Und wenn man das ganze Modell, und das um Himmels Willen zeige ich Ihnen nur an der Stelle, sich vorstellt, einmal mit Beispielen durchdefiniert, sehen Sie ungefähr, auf was wir uns hinbewegen, wenn wir eine Konstruktionsgrammatik und ein Konstruktikon semantisch versuchen zu beschreiben, hier an Kerneinheiten der sogenannten Kerngrammatik. Auf zwei besondere Beispiele darf ich Sie noch hinweisen, nämlich, das habe ich gerade schon gemacht, die Täte-Ersatzform für den Konjunktiv und dann eine Form, die sprachlich, also gesprochensprachlich sehr häufig vorkommt, die sogenannte Tun-Periphrase. Er tut Y einen Schal stricken. Und die würde ich ganz gern hier in dem Bereich der Faktizitätskonstruktion unterbringen, obwohl ich dazu noch keine Studie oder Untersuchung angefertigt habe. Das ist erstmal eine Intuition, dass ich sie jetzt dorthin stellen würde. Ja, das ist der Überblick über das Konstruktikon und die Formen, die Sie sich genauer anschauen, liegen hier weit unterhalb bei verfestigten Mehrwerteinheiten und jedenfalls nicht bei der Schematisierung, die Sie jetzt gerade gesehen haben. Also wenn wir Konstruktionsgrammatik so denken, dann begreifen wir Konstruktionen als Bedeutungsformpaare. Die Bedeutung von Konstruktionen kann analytisch gefasst werden auf der Basis von Bedeutungsrahmen, Frames, das hatte ich Ihnen an Stricken gezeigt, und der spezifischen Perspektivität von Konstruktionen. Schematische Konstruktionen betten als Gestalten Konstruktionen niederen Abstraktionsgrads vollständig ein. Hier sehen Sie wieder, dass sich diese Metapher der Vertikalität einschleift, mit der ich selber nicht sehr glücklich bin. Denn gemeint ist eigentlich hier, dass auch schematische Konstruktionen selbst wiederum Instanzen von Konstruktionen nicht ad hoc einbetten, sondern dass diese Einbettung per se konventionalisiert ist, also wir reden hier von einem Eingebettetsein und nicht von einem Einbetten, also im Akt der Sprachproduktion. Und das Konstruktikon kann, wie gesehen, semantisch aufgebaut werden oder motiviert werden, aber es gibt natürlich auch Forschungsansätze, die das Konstruktikon formal aufbauen. Jetzt hoffe ich nur, dass Sie von diesem Startpunkt aus Fragen stellen können zu dem Thema des Sprachwissens innerhalb der Konstruktionsgrammatik. Also das war jetzt wirklich eine Schnellsteinführung, die im Wesentlichen auf Erklärungen verzichtet, in der Hoffnung, dass wir diese Erklärungen nach dem thematischen Input integrieren können. Ich habe aber im Verlauf des Videos auch verlinkt auf die Einführung in die Konstruktionsgrammatik, die das Ganze natürlich in der Vorlesung
sehr viel breiter darstellen kann und sich sehr viel mehr Zeit für die Entwicklung nimmt. Aber ich denke, dass es als Anstoßpunkt und als Anregungspunkt, sich damit genauer und breiter zu beschäftigen, ein erster Beginn war. Freue mich jetzt auf die Diskussion mit Ihnen, auf Ihre Fragen und bin für die im Seminar bis gleich und für alle anderen, die dem Stream bei YouTube folgen, bis bald, denn das wird die letzte thematische Einheit zum Input gewesen sein. Ab der nächsten Woche gehen wir in die Erarbeitungsphase und wir sehen uns dann hier im Kontext dieses Seminars wieder, wenn es um die Präsentation von Ergebnissen geht. Bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch und hoffentlich auf bald.